Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell. So, ich bin ja im letzten Part hierher gekommen, hab da ein Medikit und einen Einweg-Dietrich gefunden. Und nun, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir auch wieder heil hier runterkommen. Erstmal hier. Ich springe lieber doch mal noch an diese Säule hier. Jawohl. Und dann jetzt hier rüber. Ab. Nein, komm, lieber nochmal hoch. Und dreh ich rum. Wunderbar. So ist fein. Gut, dann kannst du dich jetzt ja einfach fallen lassen. Sehr schön. So. Und wo muss ich lang? Kann mir das mal einer verraten? Gibt es vielleicht irgendwas in den Ziele? Infiltrieren Sie den Südflügel des georgischen Verteidigungsministeriums. Nur Offiziere, ja. Das Nummernschild, die Sensoren lassen sich vom Computer in der Haupthalle des Südflügels aus aktivieren, ja. Haupthalle? Karte? Bild von Grinko? Ah ja. Interessant. Was steht da? Die Lösung, um nicht in das Lasernetz zu stolpern, ist, sich von dem verdammten Hof fernzuhalten. Punkt. Okay, theoretisch würde die richtige Wärme optische Kalibrierung einen in die Lage versetzen, die Laser zu sehen. Aber bitte probier hier nichts, was uns in Schwierigkeiten bringt. Okay. Interessant. Personenakte. Ja, nö, das lese ich jetzt nicht alles durch. Was haben wir hier? Bild von Grinko. Oh, das kann man auch groß sehen. Sehr schön. Ein hübscher Kerl. Naja, nicht wirklich. Okay. Sind das hier... Ist das hier 1 von 5 oder was? Interessant. Okay, Karte vom Ministerium. 1, Aufzug. 2, Abholpunkt. Kann ich das hier... Bewegen Sie die Maus über die Karte, um sich Beschreibungen der Punkte anzuzeigen zu lassen. Okay, Aufzug. Kann ich irgendwie den Aufzug benutzen oder so? Gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß ja überhaupt nicht, was hier wo ist, wo ich gerade bin. Naja. Okay. Machen wir erstmal hier das wieder aus. Also hier ist aufzugmäßig ja erstmal nichts. Da war ja was, aber da komme ich ja irgendwie nicht hoch. Oh, hola, falsche Taste. Wollen wir doch mal hier nochmal gucken. Hier vielleicht noch irgendwas. Ein Flieger. Sehr interessant. Da ist auf jeden Fall ein Gang hinter. Aber da geht es ja natürlich nicht weiter. Da ist Gitter und alles. Da ist nichts. Ja, aber das ist doch nicht die Haupthalle, oder? Ich weiß echt nicht, wo es hier jetzt lang gehen soll. Ist hier noch irgendwas? Da ist auch noch ein Raum dahinter und so. Aber nichts, wo ich hineingelangen könnte. Hier ist wieder alles dunkel. Gut, ich habe das Licht wohl ausgeschaltet. Aber ich komme doch da nicht wieder raus oder so. Okay, ganz langsam bitte gehen. Nein, nicht da runter. Nein. Oh. Ja, ich denke mal nicht, dass ich da nochmal raufkomme oder so. Ja, komm, geh mal lieber wieder rein. Hier ist nichts. Gut, dann gehen wir mal wieder schneller. Und... Naja, ich weiß echt nicht, wo ich weitergehen soll.
Blöd. Und wo ist dieser Aufzug, den ich da in der Tiefgarage gesehen habe? Oder, keine Ahnung. Da ist ja das Treppenhaus. Dann müsste ja eigentlich auch da ein Aufzug sein. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es echt nicht. Soll ich da nochmal reingehen? Dann gehen wir da nochmal rein. Und... Hier ist ja nichts. Machen wir hier nochmal auf. Da geht es ja auch nur auf diesen dämlichen Balkon raus. Und... Wo war denn eigentlich dieser Typ? Oder muss ich da... Moment. Ein Moment. Nein! Sehr schön. Wo war das? Nein, oder? Ich habe jetzt irgendwie das Zeug nicht wieder aufgesammelt, was ich da hatte. Ich hatte danach kein Speichern gemacht. Mensch. Jetzt müsste ich da nochmal rauf. Blöd. Ich will das Medikit haben. Okay. Dann machen wir eben nochmal darauf. Ich wollte ja auch vorschlagen, dass wir hier nochmal reingehen könnten. Zwecks den Fahrstuhlschacht nochmal genauer untersuchen. Jetzt machen wir halt hier... Na, das hat jetzt nicht funktioniert. Komm. So, wunderbar. So, wollen wir doch gleich mal hier das Licht einschalten. Und... Na... Noch, Kinders. Ich hab keine Lust mehr. So. Tür auf. Ja, tut mir leid, wenn ihr das euch das hier nochmal ansehen müsst, wie ich da raufklettere. Und da natürlich hinlaufe. Ich glaube, ich benutze jetzt nochmal mal wieder öfter die Speichern-Taste. Zum Beispiel einfach nicht an. Einfach zum Beispiel einmal, na, komm, Sammy, du kannst das, ja, zum Beispiel jetzt und hier hoch und hier hoch und hier rüber, na, komm, Sammy, mach doch nicht immer so einen Scheiß. Na, also, geht doch. So, dann wollen wir uns das doch mal an den Nagel reißen. Und wo wir gerade da sind, dann nehmen wir diesen einmal Dietrich eben auch noch mit. Na, super. Super, super. Ja, heute will's mal wieder nicht. So, und dann bitte auch hier hin. Mensch, Sammy, du kannst das doch, ich weiß es. Nein. Er kann es offensichtlich nicht. Mann! Kinders, es will heute nicht. Was war das denn jetzt? Er springt jetzt einfach mal hier. Falsch hier. Aber auch, sag mal, kannst du jetzt mal bitte? Komm. Na, ich glaub's nicht. Und jetzt will es überhaupt nicht mehr. Nein. Ich verschwende hier meine Zeit. Ich weiß es. Aber ich will jetzt dieses verdammte Medikit haben. Nein. So. So, sehr schön. Und her damit. Und das da auch. So.
Ach ja, klar, immer mal wieder falsche Tasten drücken und so. So, was passiert, wenn ich jetzt so mache? Nein, das möchten wir nicht. Das geht besser. So, du könntest doch einfach hier dich auf das da fallen lassen. Wunderhübsch. So, und jetzt ganz fallen lassen. Meine Fresse, endlich. Sehr schön. Dann können wir ja wieder den Schnellgang einlegen. Und zurück, Marsch, Marsch. So, das Licht machen wir wieder aus. Und gehen wir mal wieder hier hin. So, und dann wollen wir uns doch hier ganz einfach mal einen neuen Speicherpunkt setzen. So, und dann wollen wir doch auch mal gucken, ob wir da. Ist das so ein Vorsprung? Nein. So, da ist ein Vorsprung. Und den erreichen. Na, so aber nicht. Nein? Okay, ich dachte, ich könnte vielleicht. Irgendwie in dieses Fenster rüber gelangen. Und habe ich irgendwas im Inventar, was mir da weiterhilft? Laser, Mikro. Okay. Damit was machen jetzt? Keine Ahnung. Was kann ich mit dieser flexiblen Optik machen? Und dann auch nichts. Okay. Was ist das denn? Sehr interessant. Fein. Was mir allerdings jetzt gerade überhaupt nichts nützt. So, das ist offensichtlich kein benutzbarer Vorsprung. Okay. Ja, ich bin verwirrt, aber hier hat es ja auch noch etwas. Mal gucken. Jawohl, dann probieren wir doch mal an diesem Rohr da entlang zu klettern. Na also, es geht doch, das klappt doch. Wunderhübsch. Okay, ich schätze mal nach da oben. Ja, da geht es ja eh nicht weiter. Ob er das wohl schaffen würde, nach oben zu klettern? Nö. Aber ich muss da irgendwie rein. Gute Frage. Muss ich jetzt diese beiden ausschalten? So köchemäßig. Ja, Offiziere sind es ja, denke ich mal, nicht. Ist hier in der Küche noch irgendwas zu finden, was mir weiterhelfen könnte? Nein, diese Ich beiden. dachte, die Küche sei Na? geschlossen. Ist ein besonderer Befehl von Oberst Gorbiaschwili. Ja, ausgezeichnet. Darf ich? Bitte. Danke. Ich Interessant, es danke. sind drei Typen hier. Ah, da hat es also noch eine Tür, oder? Sehe ich das falsch? Interessant. Wollen wir doch erstmal hier in diesen Kühlraum marschieren. Dem können wir doch bestimmt hier das Licht ein- und ausmachen, wa? Sehr gut. Ich würde sagen, wollen wir doch mal, naja, wieder langsam gehen. Und wollen wir doch mal gucken, ob wir diese beiden Köche nicht einfach mal K.O. hauen können. Ich verstehe das nicht. So, du lässt das mal schön bleiben hier. Von wegen, ich verstehe das nicht. Ist doch ganz einfach, was hier passiert. Ich lege euch jetzt Wer beide. ist da? Nein, da ist niemand. Niemand ist hier.
Ach, ich komme da jetzt niemand. Das finde ich jetzt blöd. Irgendwie hat es mit den beiden Köchen ja nicht funktioniert, wie es sollte. Ich wollte ja eigentlich nicht, dass die da rauslaufen und schon gar nicht durch die Tür. Deaktivieren Sie das Ledernetz. Ja, das bin ich immer noch am gucken, dass ich das hinkriege. Hier ist ein Bewusstloser. Nein. Ist da jemand reingekommen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt der jetzt hier zu mir? Hoffentlich nicht. Wer sind Sie? Holla, die Waldfee. Nein, nein, nein. Kommen Sie, was ist hier los? Das war wohl nicht klug. Okay. Nein, nein. Okay. Ich würde sagen. Wer das auch ist, er ist tot. Ja. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Da kletter ich dann nochmal über das Fenster, durch das Fenster und hin und her und rüber und über. Macht's gut und ciao.